Amir, nach mehr als einem Monat Vorbereitung geht es los. Wie gross ist die Vorfreude auf den Saisonstart? Sehr, also ich freue mich enorm, jetzt, dass es losgeht endlich, dass auch wieder Zuschauer reinkommen. Also jetzt kann es endlich mal losgehen nach 4 Wochen Vorbereitung und hoffentlich auch erfolgreich. Zum Start empfangen wir den FC Basel. Was für ein Spiel erwartest du? Ja, das erste Spiel ist immer so, weiß man noch nicht, wo man richtig steht. Es wird auch für Basel so sein. Klar, die haben heute noch ein Spiel. Da werden wir sicher schauen und dann schauen wir, ob es ein Vorteil ist, ob es schon heute gespielt hat oder ein Nachteil. Aber jedenfalls werden wir auf uns konzentrieren und Vollgas geben. Du hast es vorher angesprochen. Du freust dich wieder vor den Fans zu spielen. Was bedeutet es für die Mannschaft, wieder vor vielen Fans zu spielen? Ja, sehr viel. Also, man lebt mit den Fans zusammen, die Emotionen. Also, wir brauchen die GC-Fans im Stadion. Ich freue mich sehr darauf und ich freue mich, hoffentlich freut sie sich auch wieder ins Stadion zu kommen. Und es wird sicher noch mehr Emotionen haben, wenn die Zuschauer drin sind. Du willst die Saison GC als Captain anführen, für dich als GC-Bub. Was bedeutet das Amt für dich? Ja, es macht mich sicher stolz. Als Kleiner hätte ich das immer mal geträumt und jetzt bist du bei GC Captain, klar. Aber mit Captain Bändli oder ohne, ich habe eine Vorbildsfunktion und auf dem Platz, neben dem Platz. Und das hätte ich auch so gemacht. Danke, Amir.